Ja, moin moin meine Lieben, ich bin's, euer Viva Las Vegas und heute bin ich wieder unterwegs für ein Foto- und Videoshooting mit dem guten Stück hier. Ein Ford F250 Ranger XLT. Richtig. So, heute wieder unterwegs mit dem guten Bene. Grüß euch meine Lieben. Ja, heute hatten wir geplant, bei diesem wunderschönen Wetter ein Regenshooting zu machen, aber das Wetter wird ja schon wieder besser. Wobei, es fängt auch gerade wieder an zu regnen, ne? Das ist natürlich besser, wenn es nicht die ganze Zeit am Regnen ist, aber einfach eine nasse Umgebung wäre schon cool, ist mal was anderes. Aber den Regen an sich selber brauchen wir nicht, ne? Da müssen wir an die Technik denken. Ja, wir fahren einfach mal los und gucken mal, was uns heute so erwartet. Jau! Geiles Ding. Ja, geiles Teil, ey, Bene. Gefällt mir richtig gut, das Auto. Ja, okay. Richtig schön geworden. Schön. Ist auch einfach mal wieder herrlich, dass die Karre läuft. Jetzt haben wir Stand so vor 4 Monaten. Mit einer Menge Reparatur und Kopfstress. Aber so alles läuft ja auch. Was hast du an dem Wagen alles gemacht bis jetzt? Also, also was allgemein gemacht ist, vom Vorbesitzer schon. Gelegt, einmal neu lackiert, Drehzahlmesser nachgerüstet, Zusatzinstrumente nachgerüstet, Abgasanlage, Felgen, Reifen, eine Motorüberholung. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Motorüberholung gemacht mit meinem Kumpel Lars zusammen. Nach 4 Wochen nach dem Kauf, ja, ist mir Kolben gebrochen. Daraufhin haben wir den Motor einmal rausgerupft, zerlegt, alle Lager neu gewohnt. Gleich ein bisschen schärfere Nockenwelle rein und ein bisschen mehr Leistung, dann wieder alles zusammengebaut. Ja, an dieser Stelle auch nochmal ein richtig fettes Dankeschön an meinen Kumpel Lars. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Hier hatte der Vorbesitzer so Zusatzinstrumente reingebaut, die beiden hier oben. Einmal Wasser und einmal Öldruck. Und mein Kumpel Lars, mit dem ich auch den Motor überholt habe, hat mir hier mit seinem 3D-Drucker mal so eine schicke Blende entworfen, wo wir jetzt hier die Instrumente reingemacht haben, mit Batterieladeanzeige, USB-Ladebuchsen und hier so ein paar Knöpfe für Innenraumbeleuchtung, Kühlergrillbeleuchtung, Zusatzscheinwerfer auf dem Dach, Ladenflächenbeleuchtung. Genau, das alles einmal so komplett zusammengefasst wurde. Aber dass die Lampe leuchtet, ist normal. Das ist jetzt nach der Motorüberholung so passiert, weil da, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo ein Kabel gegen Masse kommt. Ja, was ich jetzt noch sehe hier, handgerissen. Ja, handgerissen, 4 Gang plus Rückwärtsgang. Nicht synchronisiertes Getriebe ist. Anfangs war das sehr schwer für mich zu fahren. Ich habe fast keinen Gang reinbekommen. Mittlerweile gewöhnst du dich aber recht schnell dran. Ne? Drauf hast, soll es angeblich auch ohne Kuppel schalten können, auch ohne so ein Zähneknirschen, aber dafür bin ich noch sehr weit entfernt. Und Allrad, ne? Zuschaltbares Allrad, auch hier manuell. Ja, hiermit ist man auf jeden Fall echt King of the Road, ey. Das ist echt mal mega geil. Die Sitzposition ist mal der Burner. Und wie macht der Biene immer auf der Straße? Genau so und nicht anders. Mitten im Nirgendwo immer auf der Suche nach dem nächsten Spot. Ja. Wo man auch kein Netz und nichts hat. Oh ja. Das sieht eigentlich auch, glaube ich, geil aus, wenn du hier rück. Also genau, wenn du dich da ganz unten. Und hinstellst und du kommst hier nochmal rübergefahren, weißt du? Ja. Das können wir nochmal machen. Nochmal kurz Allrad reinmachen. Wir gleich nochmal ein bisschen mehr spielen können. Ah ja. Positionieren wir uns hier noch einmal schön für Fotos. We'll be right back.
nach geilen Spots, aber es ist leider doch ein bisschen doller am Regnen, als man dachte. Das ist leider ein bisschen doof. Aber trotzdem, Stimmung ist gut. Ja, wir lassen uns doch die Laune nicht verderben. So, im Tunnel. Genau, jetzt sind wir aus dem Wald rausgefahren, sind jetzt hier gerade in dieser wunderschönen Location, einfach so eine Unterführung. Ja, das Wetter war leider doch ein bisschen zu nass für den Wald, aber wir haben, glaube ich, ziemlich geile Aufnahmen gemacht. So, und jetzt haben wir hier noch ein paar Fotos und Videos gemacht und ja, gucken wir mal zur nächsten Location und ja, mal gucken, ob wir jetzt noch die eine oder andere Location finden, wo wir hinfahren, ein paar Bilder machen, aber doch schon nass, ne? So, jetzt machen wir hier direkt vor dem Ganzen noch mal ein paar Fotos. Aber das ist typisch, ne? Kaum ist man aus dem Wald raus, hört es auf zu regnen. So, wieder bei Bene angekommen, ja typisch, ne? Jetzt scheint die Sonne. Wie soll es auch anders sein? Aber naja, auch wenn wir jetzt nicht so viel Videomaterial gemacht haben, habt ihr hoffentlich trotzdem den Spaß gehabt, weil vorhin ist einfach alles, sage ich mal, ins Wasser gefallen. Aber wir wollten ja auch ein bisschen Regenbilder haben. Aber es sind trotzdem gute Bilder auf jeden Fall geworden. Und also zumindest gute Fotos, Bewegbilder vielleicht auch ein paar. Schauen wir mal. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Viva Las Vegas.